Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Heute habe ich etwas von Clonakilty, Atlantic Distillery, County Cork, Irland. Irish Whiskey, Single Batch. So, was habe ich hier? Ich schau mal. Du, ist das nicht cool? Also eine schöne, schöne braune Farbe hier. Wir haben nicht nur einen Single Batch, wir haben einen Single Cask. Und das ist eine Exklusivabfüllung für Deutschland. Und Mareike vom irish-whiskies.de hat das rübergebracht. Und das ist jetzt hier ein Cask-Finish in. Lass uns sehen, ob ich das gut hier vorlesen kann oder vorhören kann. Riefsalt. Riefsalz. Also Riefsaltes. So viele Buchstaben, die nicht ausgesprochen werden, ist schon cool. Also Whisky Base Nummer 1618615 hat 60 Euro gekostet, 59,90 Euro, 43,6%, non-chilled filtered, kein Farbstoff hinzugetan. Und es ist Irish Whisky. Was heißt Irish Whisky? Man muss immer daran denken, was nicht auf diese Etikett steht. Es ist nicht ein Single Malt, es ist ein Blend. Der Standardkategorie Scotch ist auch kein Single Malt, sondern ein Scotch ist ein Blend, genau wie ein Irish Whiskey ein Blend ist. So, so ist das. Nun, man fragt sich jetzt hier, oder ich habe mich gefragt, diese Riesalz, was ist das? Das ist ein aufgespritteter Wein aus einer Region in Frankreich. So, es gibt verschiedene Sorten davon. Oh, jetzt muss ich ein kleines bisschen jetzt hier auch vorlesen. Es gibt eine Garnier, es gibt eine Amber, es gibt eine Tully, es gibt eine Odre und es gibt eine Rancio. Und das ist das Ziel von jeder Riesa, ist dann tatsächlich dieses starke Geschmack zu bekommen. Wie kriegt man diesen starken Geschmack? Indem man eine oxidative Reifung hat. Das heißt, Luft kommt dran und es gibt weiße und es gibt rote. Am Ende ist es egal. Alles sieht genau ähnlich aus, diese braune Farbe, weil der Luft rankommt und das oxidiert. Und man setzt das extreme Temperaturschwankungen aus. Kalt im Winter, sehr warm im Sommer. Und das ist das, was hier benutzt wurde. Gut, ich rede über diese Finish, war das für mich absolut hier Neuland. Ich glaube, ich habe noch nie so eine gefinischte Whisky auf meinen Tisch gehabt. Deshalb muss ich mich ein bisschen hineinlesen. Das gehört zu dieser Kategorie. Wer schon bei Waterford war, hat schon gehört, wie ich geschimpft habe über diese VDN-Fässer. Vin du Natural. Und das ist einfach mal hier eine natürliche, aufgesprittete, in diesem Fall Weinsorte. Ja, so, und das Letzte, was ich hier sagen möchte, ist, dass offiziell seit 1972 davor war auch eine Sache hier, das muss ich schauen, ob ich das auch halbwegs hinkriege, das zu sagen, denn das ist eine geschützte Region. Auf Irland, Geographical Indicator. Und das ist wie bei Parmesan, das ist wie Champagner. Auch hier ist eine, und jetzt ist mein Französisch wieder gefragt. Appellation d'origine contrôlée. Appellation d'origine contrôlée. Also, meine Französischlehrerin wäre ein bisschen stolz oder wahrscheinlich erschrocken. 3 Jahre Französisch, alles weg, schon 30 plus Jahre liegt das zurück. Und das ist eine geschützte Region, genannt nach einem kleinen Dorf in dieser Region denn da. Welche Geschmacksrichtung sollten wir hier bei dieses Finishing haben? Wir sollten Rosinen haben, wir sollten Nüsse haben, wir sollten Pflaumen haben. Gut, okay. Nochmal zurück zu dieser Flasche. Clonakilty ist eine junge Distillerie, die haben ihre eigene Distillerie da gebaut, allerdings die kaufen noch ein. Und das ist noch nicht so weit, dass sie eigene Produkte auf den Markt bringen. Das ist, glaube ich, auch eingekauft. Die können sowieso kein Grain dort machen, die haben nur Pot Stills, also von daher. Und das ist ein Single Cask. Was ich doof finde, ist, dass hier steht Batch Number. Ein Batch ist eine Charge besteht aus mehreren Dingen. Also, wie ein Small Batch am Single Cask. Also haben wir auch amerikanischen Bourbon auch schon gehabt.
Naja, da hätten sie einfach Castnummer hier schreiben müssen, aber gut. Also, und das steht hier bei mir RVS001. Wenn man zu Whiskybase geht, der Typ, der das eingetragen hat, da steht RYS. Schauen wir mal, ob es korrigiert wurde. Ich habe es was geschrieben. Zuerst wurde es Ex-Bourbon-Fässern gereift und dann bekam es ein Finish hier in dieses Rivesalt-Fässern und da war 380 im Gesamt, denn da Flaschen daraus. Ich habe Flaschen Nummer 51 und ich habe, glaube ich, auch dann 52. Im Gesamt habe ich zwei Flaschen davon gehabt. Ging nicht schnell weg in unserer Flaschenteilung. Unbekannt, kleiner Guilty, wer weiß. Okay, womit möchte ich es vergleichen? Ich möchte es vergleichen mit Kleiner Kilty. Allerdings eine ungefähr 2 Jahre alte Abfüllung. Und das ist ein Single Grain, der allerdings auch ein Fassabfüllung bekommen hat, ein Fassfinish, nämlich im Bordeaux. Das war auch mein Control Whisky. Zwei Sachen möchte ich darauf hinweisen. Erstens möchte ich darauf hinweisen, dass die Etiketten ein bisschen aussehen. Hier bunt, also hier grün ist für entweder Grain oder in diesem Fall Bordeaux. Und das zweite Ding ist, sie haben das noch nicht mal draufgeklebt jetzt hier auf diese Packung. Das ist der Standardpackung, der überall benutzt wird. Small Batch. Und dann hier hat man wenigstens einen Aufkleber drauf gehabt. Das heißt, wenn ich diese Flasche hier habe als Händler und ich habe 5 anderen Kleiner killt die Sachen. Ich habe keine Ahnung, was drauf da drin ist. Ich muss immer rausholen. Also auf Englisch werde ich es nochmal einfach mal bemerken oder bemängeln, dass ich das nicht so genial finde. Okay, ich schenke das hier ein. Ja, es ist ein Grain gegenüber ein Blended Whisky, aber ich wollte die gleiche Firma wenigstens haben. Und ich wollte darauf hinweisen, dass ich die Flasche hier noch habe. Also falls jemand auch davon ein Sample haben will, ich finde diese Grain echt gut. Gut, an der Nase. Jetzt kommen wir endlich hier zur Verkostung. Also, das ist schon 7 Minuten jetzt hier vorbei. Ach, der wirkt jung. Ich habe echt Grain in der Nase. Also, gut, wir gehen wieder zurück zu meinem Lieblingsthema: Pseudo-Transparenz. Ich weiß, was für ein Fass benutzt wurde als Finishing. Aber ich weiß nicht, wie alt dieser Whisky ist. No age statement. Kann 3 Jahre alt sein, könnte 30 Jahre alt sein. Ist eher 3. Und ich weiß gar nicht, wie lang diese Finish war. Warum einfach nicht mitteilen? Schadet kein Mensch. Also sagen wir einfach mal ein 3-monatiger Finish. Oder war es denn 3 Jahre? Oder war es 3 Tage? Informationen wie das wäre gut. Und das zweite Sache, was ich gerne hätte, auch als Information, sorry, das bin ich, wäre das Verhältnis Grain zu Malt, zu Gerste, zu Single Malt. Ist das jetzt hier 60-40, 70-30, 50-50? Was ist das? Für einige von uns, hey, solange es schmeckt, ist mir egal. Ich bin ein bisschen so dieser Nerd und ich würde gerne so viel Information haben, wie ich möchte. Und deshalb nenne ich das immer noch ein bisschen quasi Transparenz hier. Wenn ich Mareike fragen würde oder hätte vorher, hätte sie wahrscheinlich mir das gesagt. Allerdings, ich möchte nicht fragen, ich möchte nachlesen können. Das heißt, ich gehe hin zu www.irish-whiskies.de und dort steht es nicht. Da steht es hier, aber es ist nicht nur die Nachreifung in Revisal-Fässern, der derzeit noch eine außergewöhnliche Fassart für das Finishing im Whisky-Bereich, die diese kleine Kilty-Abfüllung so etwas Besonderes macht. Es ist das erste Single-Cask-Bottling von kleine Kilty, welches in Deutschland erhältlich ist. Okay. Hier steht es auch, dieser kleine Kilty Whisky wurde aus Single Malt und Single Grain Whisky geblendet, die in Bourbon Fässern reiften. Auch das ist schön zu wissen. Was ich nicht ganz verstehe, das wurde auch eins zu eins übernommen, denn da auch bei Whisky Base ist, der Rizal ist ein Süßwein aus roten der weißen Trauben. So steht es buchstäblich denn da. Aus roten der weißen Trauben. Also, ich wusste nicht, dass weißen Trauben rote haben. Also, irgendein Wort fehlt da. Aber es ist einfach diese Copy-and-Paste-Gesellschaft, der einfach wirklich wortwörtlich auch die Fehler überträgt ins Whisky Base hinein, wo ich sage,
Ah, liebe Leute, also weiß ich nicht. Also da erwarte ich Informationen. Ja, also wenn wir wahre Transparenz haben können und wir könnten nennen, welche Prozentsätze hier sind von Grain und von Malt, wo sie herkommen, das gibt es der Non-Disclosure Agreements, NDAs, genau so heißt das, Verschwiegenheitserklärungen, dann können wir nicht fragen, ob der Grain denn vom Coulee kam oder von Middleton kam, ob der Malz denn dort von Bushmills oder Middleton oder vielleicht doch Coulee kam. Das sind Sachen, die ich nicht erwarte, aber ich erwarte ein bisschen mehr, womöglich. Gut. Rant and Rave ist vorbei. Jason hört auf, jetzt hier herumzumeckern. Aber der wirkt ein bisschen jung, der wirkt ein bisschen seifig. Aber ich habe Rosinen. Interessant. Wenn ich ganz ehrlich bin, der Single Grain ist frisch. Also der Bordeaux kommt leicht aus einem trockenen Rotwein-Moment dadurch. Aber der Grain hier ist da mit ein paar Vanille und ein bisschen florale Noten. Hier habe ich echt ein bisschen meine Schwierigkeiten, da meinen Finger 100% drauf zu tun. Es sollte ein bisschen riechen nach dunkler Schokolade, dunkle Früchten und Vanille. Keine Ahnung. Patrol Whisky? Bah. Tschüss. Schmeckt besser, als er riecht. Da kriege ich dieses Schokolade. Da kriege ich einen rosinigen Moment. Da prickelt es ein bisschen. Der Grain ist schon der mehrheitliche Anteil, nehme ich stark an, von diesem Whisky. Also ich würde sagen 70% Grain, 30% Malz, das Single Malt Whisky. Und da ist eine leichte karamellige Note. Ich glaube, es wird auch mit Crème Brûlée beschrieben. Zucker, der karamellisiert wurde. Habe ich Beeren? Ja, ein bisschen, aber dunkle Früchte, eher der Pflaume. Was war das? Ich sollte Rosinen, Nüssig und Pflaumen haben. Okay, ja, genau. Die ganze Zeit überlege ich, was ich habe. Paranüsse. Ich habe einen nussigen Moment. Also, was ich gerne hätte eines Tages, bin ich selbst dafür verantwortlich, nehme ich an, wäre einfach mal aufgesplittete Likörweine aus verschiedenen Regionen. Also, da würde ich dann gerne eine Marsala haben, da würde ich gerne einen Port haben, da würde ich gerne einen Rizal haben, da würde ich gerne ein paar andere Dinge haben und die Blind hier haben, 6 Stück, um einfach mal zu sehen, was ich denn da rausriechen kann. Denn ich weiß, dass auch gerade, Sherry, habe ich vergessen, aufgesplittet, ja, dass gerade eben dieser nussige Moment sollte da sein bei einer Fino, der anders ist, der redaktive Reifung da ist gegenüber unserer Oloroso, der unserer oxidative Reifung ohne Florschicht. Über Flore, über etwas mit Hefe und so weiter wurde gar nicht hier gesprochen, weder bei wie heißt es, Wikipedia, noch hier bei ein Weinhändler hier. So, hier steht ein süßer, aufgespritteter Dessertwein, Vin du Natural, aus den gleichnamigen Appellation in den östlichen Pyrenäen, im französischen Gebiet, bla bla bla. Es ist eine rote und eine weiße Var-Version aus der Rebsorte Grenache, glaube ich, ist es richtig ausgesprochen. Die als bestgeltende Version wird ausschließlich allerdings aus Muskattrauben gekeltert und die deshalb Muscat de Resalz genannt wird. Oh, okay. Jo, also auch da lerne ich und lerne ich und lerne ich und lerne ich. Ein Tropfen Wasser, schauen wir mal, wie ich sagte. An der Nase würde ich nicht, ich würde es ein 3- geben. Aber im Geschmack würde ich eher bei einem 3 bis 3 plus sein. Jetzt entscheidet sich ein bisschen, ob ein 3 plus ist. Leichte Säure. Diese Prickel.
prickelnd, ist Wahnsinn, diese Grain-Note, der da mitprickelnd. Eine rosinige, schokoladige, Moment. Ja, 3 plus. Wow. Also lasst euch nicht abtöten von der Nase. Vielleicht ist das für euch sogar etwas, wo ihr sagt, ich rieche daran und denke, wow, ist genial. Aber irgendwie bei mir ist das nicht ganz so meine Beuteschema-Nase. Aber ein Geschmack, ja. Ein letztes Schluck und dann gehen wir rüber zu meinem Grain, den ich auch gerne habe, der auch ein 3 plus ist. Es gibt bestimmt Leute, die das wirklich sehr lieben werden. Aber 3 plus kann ich gut geben. Preis-Leistung, wir sind hier bei 60 Euro, 59,90 €. Wenn ich hier schaue, ich zumindest jetzt hier Mitte Juli 2021, hat Rum & Co. den noch im Programm ausverkauft und Whisky Hort ist, glaube ich, auch ausverkauft. Lass uns sehen hier. Oh, guck mal, Whisky Hort hat noch welche. Also, wer will? 59,90 €. Whisky Hort hat noch welche. Irish-whiskies.de ist ausverkauft. Also, ich glaube, der einzige Ort, wo man noch was haben kann, wäre whiskyhort.de in Oberhausen. Kann ich gut empfehlen. Also, Preis-Leistung solide 3. Ja, man wünscht sich immer wieder ein No-Name-Whisky unter 60 Euro. Ja, also, man denkt 30, 40 Euro manchmal. Aber die Fässer sind schon. Unikat will ich nicht sagen, aber schon ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sagt, okay, gut, da bin ich bereit, die 10 Euro mehr pro Flasche auf jeden Fall dafür auszugeben. Und hat einen netten Geschmack. Okay, ganz kurz mein Grain. Der kleine Kilty hier, Single Grain Bordeaux, kostet. Ich habe den noch hier auf meiner Liste. Schauen wir mal. Sechsundvierzig, 59. Das sind gute Grain. Ah, yummy. Wenn ich die beiden nebeneinander vergleichen würde, dann würde einfach sagen, was möchte ich haben? Sommer, Winter. So einfach ist das. So, meine Frage ist, also, welche anderen Whiskys, die ich gar nicht so kenne, habt ihr schon davon erfahren oder sogar selbst auch probiert, indem dieses Risal drin ist? Wenn ich zu Whiskey Base hingehe und einfach diesen Wort eintippe, habe ich einen Glen Ells, der das hatte. Wir haben einen Epicurean, der das schon hatte. Und wir haben einen Tomaten. Oh ja, der French Oak Serie, der wartet auf mich hier. Ah, da werde ich irgendwann vielleicht die miteinander vergleichen. Wer weiß. Okay. Super, also was gibt es noch, was ihr so kennt? Whiskey Base kennt nur Kleiner Kilty, Glen Ells zwei, dreimal, Epicurean und ein Tomaten. So, wenn das nicht das ist, diese VDN-Fässern, Vin du Natural, welche davon gehört für euch eindeutig als gute Finishing-Produkt dabei? Whiskey Jason hier, liken, abonnieren, teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort wurde die Flasche nicht ganz geteilt, deshalb gibt es die auf meiner Sample-Liste. Auch da ist ein PDF unten, da könnt ihr auch dabei sein. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr, beziehungsweise Sonntagabend um 21 Uhr. Alles Gute euch, bis dahin, Whiskey Jason, ciao.